Weiter geht's bei Enslaved. Ja, wir sollen den Leviathan kaputt ficken, sozusagen. Und, beziehungsweise... Ist ja riesig. Die Maschine ist noch heißer als meine feuchtesten Träume. Oh, was hast du da gesagt? Gott. Die Maschine ist noch abgefahrener als meine tollsten Träume. Du hast was anderes gesagt. Komm schon. Ja. Gehen wir weiter. Was ziemlich... Ja, erschütterndes. Nee, wir sollen den Leviathan gar nicht kaputt ficken. Wir sollen ihn, glaube ich, nur... Ja, entwurzeln, sozusagen. Denn wir wollen ihn ja gegen ihre, seine... Vielleicht ist ja auch ein Leviathanin. Gegen seine... Macher einsetzen. Zumindest habe ich den Plan so verstanden. Okay. Ich habe den Bauplan. Die Ankerstellen liegen über uns. Monkey, es gibt einen Weg nach oben. Ich habe die Libelle so programmiert, dass sie dich führt. Du musst ihr nur folgen. Sicher. Okay, dann gehe ich mal hoch. Sparks werden wir übrigens bald wiedersehen. Nein, da werde ich nicht durchkommen. Ich muss einen anderen Weg nach oben. Ja, mach das mal. Tschüss. Du hast doch deinen Haken, da kommst du schon mit klar. Ich brauch dich bei mir, Monkey! Oh, ich hatte gehofft, der braucht meine Hilfe. Ich bleib hier und find raus, wie das Ding funktioniert. Okay. Sind wir jetzt eigentlich drin? Also quasi inside of the Leviathan? Ich weiß es gerade gar nicht. Was ich sagen wollte, Sparks sehen wir vielleicht ja, bald mal wieder. Aber mehr sage ich dazu nicht. Sag mal, okay. Was für einen mechanischen Zweck hat dieses Feuer? Ja, wahrscheinlich soll das so eine Art Hochofen sein oder so. Okay. Okay, ich soll da durch wahrscheinlich. Ja gut, das ist jetzt nicht ganz so schwer. Der Dicke kommt da nicht durch, aber wir sind ja schlank und rank. Wir schaffen das schon. Da. Oh nein, oh nein, oh, das war knapp. Das war knapp. Eigentlich sind wir gegrillt worden. Wenn wir mal ehrlich sind. So, der hängt sich da wieder unten dran. Und jetzt... Wow, schau dir an, wie groß die sind. Das war gerade geniales Slapstick. Ich liebe so einen Scheiß. Och nö, Monkey. Wie schmeckt wohl gegrilltes Affenfleisch? So, wir müssen, glaube ich, nach rechts. Genau. Warte mal, das ist doch jetzt permanent Feuer, oder? Wie soll ich denn dann da weiterkommen? Schrimp, wir haben ein Problem hier. Die Flammen versperren uns den Weg. Ja. Okay. Oh, ich kann die Brenner von hier aus ausschalten. Hey, es wird heißer. Lass sie mich eben abschalten. Okay. Genau. Ich nehme übrigens... Ah, ist das heiß! Sparksy, da ist die Libelle. Sie leuchtet uns den Weg, so wie Sparks. Da komme ich nicht durch. Bringen wir das Ding einfach aus dem Weg. Falls ihr übrigens nicht wisst, wer Sparks ist, das ist die der kleine Freund von Spyro the Dragon. Die kleine Libelle, die auch gleichzeitig immer unsere Lebensenergie ist. Oder unsere, also die Lebensenergie des kleinen Drachen. So. Mach bloß das Zauber an dich. Ja, ja. So. Guter Schuss, Monkey. Nach dir. Nach dir, natürlich. Okay, weiter geht's. Siehst du den Durchgang? Er ist über dir. Okay, ich habe ein bisschen Leben dazu bekommen. Wahrscheinlich dachten sich die Entwickler, dass man hier vielleicht nicht im ganzen Stück durchkommt. Wir haben ja auch ein paar Mal auf die Fresse gekriegt, aber irgendwie schien unser... Ach nee, wir haben ja geskillt, dass wir mit der Zeit Leben regenerieren. Wahrscheinlich hatten wir deswegen volles oder fast volles Leben. So,
Die Verankerung hat 4 Kupplungen. Wir müssen sie absprengen, um das Bein loszukriegen. Okay. Ich werfe ein paar Sprengkörper. So. Okay, dann werden wir hier mal wieder schießen müssen. Da hinten ist übrigens eine... Ja, so eine Art... Komm ich da rüber? Nee. Zu langsam, Monkey. Ich werf noch eine Bombe für dich. Ja, sei doch mal jetzt hier, ne? Ein bisschen locker bleiben. Ist wichtig. 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 Warte mal. Ich will da unten hin. Ich will zu den Visionen. Visionen sind doch gut. Die verändern die Welt und so. Hier komme ich runter. Naja, andererseits, so viel sagen sind die jetzt nicht irgendwie. Es bringt jetzt nicht so viel, da hinterher zu sein. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt irgendwie hinterher in den Statistiken auftauchen oder so. Ich habe da keine Ahnung von. Ja, von hier oben komme ich da nicht dran. Sag mal, wie habt ihr euch das jetzt gedacht? Komme ich denn da runter? Vielleicht müsst ihr es auch von da machen? Von hier? Da ist das ja Teil meines Jobs, rauszukriegen, von wo ich das am besten machen kann. Pass auf, Monkey! Das Ding muss noch funktionieren! Leg dich ab! Wir müssen mit dem Ding noch fahren! Wirf noch mal eine Bombe, Fetti. Ey, ich komm da nicht durch! So. Jetzt. Huch. Okay, ich glaube, das erste Bein ist freigesprengt. Ich trinke. Ja, ein Bein erledigt, nur noch 3 übrig. Ich trinke mal unauffällig aus meiner Kaffeetasse, weil sonst ist der Kaffee nämlich gleich kalt. So, wir haben wieder. Oh, oh. Lass mich das Sicherheitssystem abschalten. Dumm gelaufen. Die Mechs brennen sich mit Thermit durch die Hülle. Uns bleibt nicht viel Zeit. Und ich war froh, dass wir mal eine kurze Zeit lang keine Gegner haben. Das war auch bitter nötig irgendwie. Es war irgendwie alles sehr stressig, die letzte Aufnahme. Da hinten ist noch eine Vision. Bin ich da dran? Nee. Muss ich mich hier runterlassen? Oh, Bocky! Oh, wie kann der sich eigentlich ducken? Ich habe das ganz vergessen. Ja, das ist toll. Das hilft uns nur nicht weiter. Okay, ich glaube, die Dinger sind eh zu hoch. Alles klar. Drüber da. Rübel! Oh. Na, das nenne ich mal Balanciermaschine. Okay, dasselbe nochmal, Monkey. Okay. Schieß. Oh Gott, da kriegen wir bestimmt selber was ab. Nee. Ich dachte gerade, es wäre vielleicht klug, nicht ganz so nah an der Explosion zu stehen, aber scheint egal zu sein. Okay, wo geht's weiter? Müssen hier rüber, glaube ich. Schwing, schwing. Und hier lang. Ja, das ist doch mal eine schöne Abwechslung hier. Einfach mal ein bisschen sich durchschlängeln. Müssen wir denn hier überhaupt lang? Ich glaube schon, ne? Ja, passt. Wunderbar. Okay, um ein paar Kupplungen müssen wir uns noch kümmern. Wie läuft's, Trip? Nur damit du's weißt, sie schneiden sich durch. Ich verriegel die inneren Türen, aber sie sind bald hier drin. Okay. Da freue ich mich das schon drauf. Normal, Monkey. Zu einer Party gehören ja auch immer Gäste. So. Da ist einer. So, ab geht's. Guter Schuss. Warte mal, da unten noch. Fast fertig. Ja, ist ja gut. So. Irgendwie. Okay, das wäre das zweite Bein, ne? Ich habe übrigens noch nicht so ganz erfasst, welche Form dieses Ding eigentlich hat. Ich meine, das. Okay, vierbeinig vermutlich. Komm rauf, Monkey!
Aber so 100% gesehen, wie das Viech aussieht, hat man ja noch nicht. Aber das werden wir vermutlich noch. Dieses Ding. Mir fehlen die Worte. Jo. So. Warte mal. Wo müssen wir denn jetzt weiter? Da, okay. Na? Was haben wir hier? Trip, hier komme ich nicht durch. Da. Kommst du jetzt durch? Wie er sich immer darüber hangelt und wir immer hier durch müssen, Mann. Ja. Gemeinheit. So, und wieder müssen wir uns grillen lassen. Das klappt doch eh nicht ohne Wehtun. Wie soll ich denn das machen? Naja, egal. Unser Leben regeneriert ja. Vielleicht kriegen wir auch gleich noch ein Medipack. Hey, mit dem Lift können wir wieder runter. Das ist schön, aber wir wollen doch noch gar nicht runter, oder? Doch. Okay. Ich habe noch nicht so richtig den Weg kapiert. Gute Arbeit, Jungs. Dann zu den letzten beiden Verankerungen. Haben wir denn jetzt hier noch irgendwelche Goodies? Hat man hier hinten was? Ups, hier kann ich rüber und diese Dinger noch einsammeln. Ist das nicht die schönste Maschine, die ihr je gesehen habt? Oder geht's nur mir so? Also, ich fahr echt total drauf ab. Ich fahr total drauf ab. Also, interessiert uns nicht wirklich. Oh, was sollte er noch sagen? Okay, sorry. Genau, ich wollte... Wo ist Trip? Aber ich fahr echt total drauf ab. Ich wollte einmal gerade in den... in die Werkstatt und mal eben schauen, was wir noch verbessern können. Wir haben ja doch wieder einige Punkte gesammelt. Und können wir dann den Stab nochmal... Munitionsaufstockung wäre vielleicht nicht schlecht. Plasmaschüsse gehen glatt durch Gegner durch. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Erhöht die Stun-Dauer, Munitionsaufstockung. Nehmen wir erstmal die Munitionsaufstockung und das Ding. Und was gucken wir dann noch? Schild, Kampf, Gesundheit, Wettkampf. Erhöht die elektrische Ladung. Erhöht die Taumelzeit. Das klingt irgendwie noch ganz praktisch, aber ich weiß nicht, ob das dann auch... Dass ob dieser praktische Move dann in der Praxis auch funktioniert. Was ihn dann wiederum nicht ganz so praktisch machen würde, wenn nicht. Elektrische Ladung. Ja, weiß ich jetzt auch nicht gerade. Erhöht die Taumelzeit. Vielleicht das? Taumeltau-Typen. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Haben wir dann bei Gesundheit noch irgend... Ja, ich weiß nicht, wenn die Gesundheit angekratzt wird, dann hast du eigentlich direkt schon verkackt, oder? Mit Monkeys Gesamtgesundheit. Warum nehmen wir das hier noch? Und den Schild vielleicht mal noch gerade? Monkeys Schild. Ja, komm. Reicht. Passt. Und jetzt muss ich mal gerade gucken. Alles klar. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Das ist immer so die Frage. Ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Hier sind wir aber wieder beim... Okay, das ist richtig, dass wir wieder beim U-Boot sind. Alles klar. Hinten war nichts mehr. Oh Gott, das wird doch nichts. Da kommt doch gleich irgendwas ganz Böses, Unvorhergesehenes. Und wenn es nur die Gegner sind. Okay, hier durch. Die sich durch die Höhle fressen.
Was ist das? So eine Sphäre? Cool. Oh, wow. Das muss der Energiekern sein. Ist ja unglaublich. Die müssen alle Energiezellen im Umkreis von 500 Meilen gefunden haben. Wir müssen zurückkommen und ihn hochfahren, sobald wir mit den Kupplungen fertig sind. Okay. Vielleicht rauben die auch deswegen... Ich mach die Tür auf. Deswegen die Dörfer aus und so, um Energiezellen zu klauen. So. Okay, noch ein Fahrstuhl. Es geht weiter nach unten. Ja. Was geht ab? Okay. Welche Etage soll es denn sein, Madam? Ach, es geht wieder nach oben. Wieder nach oben, nach oben. Der Fahrstuhl song, der Fahrstuhl song. So. Oh Gott. Komm hoch, Mikey. Schauen wir uns um. Da ist die nächste Ankerstelle. Und da ist das andere. Man fragt sich, was sich da... Die Libelle zeigt dir den Weg. Man fragt sich, was sich da so viel alles bewegt, weil das Ding ist, steht ja nun still. Keine Ahnung, warum es im Keller... Im Keller? Was? Warum es unter Wasser trotzdem diese Maschinenaktivität hat. Die Libelle zeigt dir den Weg. Ja, okay, da geht's hoch. Alles klar. Warte, warte, da lang. Oh, ich freue mich echt schon auf die Gegnerhorden, die gleich auf uns hineinströmen werden. Und wenn wir nicht aufpassen, auch in uns hineinströmen, nämlich in unsere Gedärme. Sag mal... Hä? Bin ich jetzt... gerade wieder zu blond, ja? Hä? Ach nee, warte mal, muss ich da außen rum? Da vorne versperrt uns eine Platte den Weg. Pixie, hast du noch mehr von den Bomben? Na klar! Na klar! Bring mir ein Loch rein! Yay! Uah, Entschuldigung. Ab geht's. Und dann. Und jetzt nach... Ich kann mich noch nicht bewegen. Wohin jetzt? Da hoch. Da hoch. Okay. Da ist ein Medipack. Yay! Yay! Schau mal, wo lang muss ich denn? Da? Ach Gott, ist wieder Grillparty. Monkey am Stock. Och, komm schon. Och, nö. Och, nö. So, liebe Freunde, ich glaube, die Folge ist vorbei. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt nicht so richtig auf die Uhr geguckt. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Und dann hoffe ich, schaffe ich diesen Move hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao.